am Jumbo. Dieses Mal geht es um einen Teil meiner Arbeit, die ich hier im Krankenhaus in Dundas täglich so verrichte. Das letzte Mal habe ich ja erwähnt, nach meiner Ankunft am dritten Tag habe ich angefangen zu arbeiten. Dort habe ich dann erstmal meinen sozusagen Chef getroffen. Der ist ein deutscher Arzt, der Bruder in der Abtei hier ist und der jetzt seit 3 Jahren hier in dem Krankenhaus arbeitet. Der ist mein Chef. Und mit dem hatte ich dann so ein bisschen das Gespräch, was mein Arbeitsbereich sein wird, sein kann und so weiter. Und er ist einfach der Einstellung, dass er keine großen Bedenken hat, dass ich an irgendwelchen Stellen nicht arbeiten sollte, wenn es mich dann interessiert. Also von seiner Seite aus habe ich fast keine Einschränkungen, was ich eigentlich im Krankenhaus machen soll. Das Einzige ist halt dann immer, dass es mit den jeweiligen dort arbeitenden Leuten passen sollte, wenn ich arbeite. Und 2 Stellen haben auch schon quasi davon gehört, dass ich kommen würde und haben schon quasi gesagt, dass sie Interesse hätten an einer Aushilfskraft wie mir. Und das war zum einen die Apotheke des Krankenhauses und zum anderen die Physiotherapie. Als leichten Einstieg habe ich mir da einfach gedacht, muss ich mich nicht groß um was eigenes kümmern. Da habe ich in der Physiotherapie angefangen, da zu arbeiten bei einem sehr freundlichen Physiotherapeuten. Am Anfang war es natürlich weniger Arbeiten. Ich habe keinerlei physiotherapeutische Vorausbildung, sondern da war es eben einfach mehr Zuschauen und Lernen oder beziehungsweise Beobachten, was denn die Arbeit dort so ist. Und relativ schnell konnte ich dann auch schon anfangen, kleinere Sachen so zu machen. So Gehhilfen in der Physiotherapie, also so beim Laufen lernen zu unterstützen. Oder irgendwelche Verbände Gipse anlegen oder aufmachen und so weiter. Das Ganze war von Anfang an dann schon sehr, sehr spannend für mich. Was ich allerdings auch viel gemacht habe, ist, dass ich dort in der Physiotherapie so technische Sachen geregelt habe. Also die haben dort einen Computer in der Physiotherapie, der noch irgendwie sehr veraltet ist, und dann haben sie einen neuen Drucker bekommen und diese ganzen Sachen. Da fällt es mir dann, habe ich zum Beispiel dann viel Know-how, was die Leute hier jetzt nicht haben. Ja, wo ich dann zum Beispiel sehr nützlich sein konnte. Und im Gegenzug dazu habe ich dann oft mal einfach nur bei seinen Behandlungen zugeschaut, so als Ausgleich einfach. Ziemlich bald habe ich dann erfahren, dass es ein Projekt gibt von Interplast. Interplast ist eine Organisation, die sich mit plastischer Chirurgie in Entwicklungsländern beschäftigt. Und eben Interplast Deutschland sollte für 2 Wochen nach Ndanda kommen. Das Ganze ist im November passiert. Und die Organisation dafür ging von der Physiotherapie aus. Deswegen bin ich damit reingekommen. Und dort, muss ich sagen, hat es mir unglaublich gut gefallen, weil die Leute, die kamen, sehr nett waren. Und außerdem konnte ich mich sehr viel einbringen, wo ich auch tatsächlich nützlich war, eben in Organisation und Aufnahme der Patienten, dass das quasi gesichtet wird und Botengänge und so weiter. Da konnte ich mich quasi sehr, habe ich mich sehr nützlich gefühlt, um einfach diesen Ablauf dort zu gewährleisten, dass die dort möglichst effizient arbeiten können. Genau, wie die dann wieder weg waren, habe ich viel mit der Nachsorge der Interplast-Patienten, die eben operiert wurden, zu tun gehabt. Dass ich geregelt habe, dass häufig genug ein Arzt auf bestimmte Wunden schaut oder dass ich Verbände dann immer wieder neu angelegt habe. Gleichzeitig war ich immer noch teilweise ein bisschen in der Physiotherapie. Auch konnte ich im OP dann ab und zu mal dabei sein oder assistieren, was für mich wirklich sehr, sehr unglaublich ist. Wirklich unglaublich toll für mich, dass sich das hier so ermöglicht hat. Das sind natürlich Möglichkeiten, die man in Deutschland nie hätte als Abiturient, als Fertiger. Genau. Und auch in den Wards habe ich dann angefangen. Wards heißen, sind hier die Stationen, auf denen die Patienten liegen. Das sind relativ große Zimmer mit ungefähr 30 bis 40 Betten. Wir haben 10 davon. Die sind aufgeteilt nach Männerward, Frauenward und nach Chirurgie, nach innerer Medizin, nach Gynäkologie, nach Kinderstation und so weiter.
Und dort habe ich dann auch angefangen, quasi pflegerische Arbeiten zu übernehmen oder bei der Visite den Ärzten zu assistieren. Das heißt, im Moment ist da ein sehr großer Mix aus vielen Sachen. Und es ist auch ein Mix aus Sachen, wo ich mich einbringe, um nützlich zu sein, und Sachen, die ich mache, weil sie mich interessieren, wo aber nicht unbedingt gewährleistet ist, dass ich sehr nützlich bin. Ich versuche da immer eine sehr gute Balance zu finden. Mehr zu diesem speziellen Thema, da werde ich ein eigenes Video noch dazu machen, was bald kommen wird. Genau. Ja, also es ist in der Physiotherapie arbeite ich noch, in den Wards arbeite ich, teilweise im OP. Und jetzt kam auch noch dazu, das ist ein Projekt außerhalb des Krankenhauses, es ist genannt USIMA. USIMA ist Kiswahili und steht für sowas wie Wohlbefinden oder Gesundheit. Und das Projekt befasst sich mit Homebase Care, nennen sie es. Also die haben Freiwillige und Arbeiter, die zu Patienten, die es nicht schaffen, oft genug ins Krankenhaus zu kommen, nach Hause fahren. Die versorgen die umliegenden neuen Dörfer. Die ganze Organisation baut sich auf Spenden aus hauptsächlich Deutschland auf, von Missio oder von den Sternsingern auch. Zu USIMA selber werde ich noch ein eigenes Video machen, deswegen fasse ich mich jetzt hier kurz, aber auch da arbeite ich teilweise jetzt, fange ich an mitzuarbeiten. Genau, es ist sehr umfangreich, mir geht die Arbeit hier nicht aus und ich habe immer wieder Anfragen von da und da, ob ich quasi helfen könnte. Also zum Beispiel assistiere ich dem Dr. Jesaja hier, meinem Chef, immer wieder bei den Magenspiegelungen, weil er dort einen Assistenten braucht und jemanden, der sich mit dem Gerät dann auskennt, dass es danach richtig gereinigt wird, weil die relativ speziell sind. Auch da kann ich mich gut einbringen. Also ich muss hier flexibel sein, aber im Gesamten macht es mir unglaublich viel Spaß. Ich habe wirklich das Gefühl, hier auch nützlich zu sein. Es ist unglaublich, den Kontakt mit den Patienten hier erleben zu dürfen. Ich habe schon so viele Erfahrungen mitgenommen, schöne, auch unschöne. Also von ganz schlimmen Verletzungsbildern, von Tod und... aber auch ganz oft einfach, was dann umso schöner ist, zu sehen, wie Patienten einem dankbar sind oder wie man tatsächlich helfen konnte. Genau, vielleicht habe ich jetzt die ganze Zeit etwas schnell geredet. Das liegt daran, dass ich am Donnerstag aufbreche nach Sansibar. Das ist der erste Urlaub, den wir machen. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen in der Vorbereitung. Das Video wollte ich euch aber trotzdem vorher noch zukommen lassen, damit ihr wenigstens mal einen kleinen Einblick von der Arbeit haben werdet. Es werden noch mehr Videos zu der Arbeit folgen und etwas genauer zu den Gebieten. Ja, ich wünsche euch sehr schöne Weihnachten. Hier ist wirklich kein Weihnachtsgefühl zu spüren, für mich zumindest, muss ich so sagen. Oder so geht es den anderen Freiwilligen auch, weil es hier einfach so warm ist. Ich habe Deutschland im September verlassen, wo es mittelmäßig warm auf jeden Fall noch war. Und dann ging hier einfach der Sommer weiter. Das heißt, Weihnachten merke ich überhaupt nicht. Und das Ganze ist in 5 Tagen ist hier Weihnachten. Na gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal.